Alle im Renault Talisman eingebauten Motoren besitzen einen Eco-Modus und ein Start-Stopp-System. Der Eco-Modus ist eine Funktion zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs. Eingeschaltet wird diese Funktion mit diesem Schalter an der Mittelkonsole. Bei eingeschaltetem Eco-Modus wird das Wort Eco in der Instrumententafel eingeblendet. Je nach Fahrzeugausstattung gibt es für den Fahrer verschiedene Anzeigen, die ihm bei der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs zusätzlich helfen können. Zum Beispiel den Eco-Bereich im Drehzahlmesser, die Gangwechselanzeige und die Fahrstilanzeige. Sobald der Motor abgestellt wird, wird im Multifunktionsdisplay das Menü Driving Eco 2 mit den Angaben der Fahrweise der letzten Fahrt aufgeschlagen. Die abgebildeten Werte zeigen auf, wie ökonomisch das Fahrverhalten der Vergangenheit war, und Folgeseiten geben dem Fahrer Hilfestellung zur weiteren Kraftstoffreduzierung. Das Start-Stopp-System wird automatisch beim Anlassen des Motors eingeschaltet. In der Instrumententafel wird die Meldung Start-Stopp aktiviert angezeigt. Im Fahrbetrieb stellt das System den Motor ab, wenn das Fahrzeug anhält und die Bedingungen es zulassen. In der Instrumententafel erscheint ein Piktogramm und weist darauf hin, dass sich der Motor im Standby befindet. Um das Start-Stopp-System zu deaktivieren, ist diese Taste an der Mittelkonsole zu drücken. Bei erneuter Betätigung wird das System wieder aktiviert.